Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Julia Among the Stars. Ja, wir sind mittlerweile dabei, einen Planeten in dem Sonnensystem zu entdecken und vielleicht mal so ganz nebenbei, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch irgendjemand zuschaut, weil ich ja so schrecklich Englisch Rade breche und für die Puzzles immer so ein bisschen Zeit brauche, aber ich finde dieses Spiel absolut genial. Es ist wirklich super. Okay, wir waren auf einem Wasserplaneten, da sind wir nicht weitergekommen, weil unser guter alter Mobby nicht ins Wasser gehen wollte und das war der einzige Weg, der da möglich war. Okay, dann sind wir weitergeflogen, jetzt sind wir an einem Wüstenplanet, wo eine Station inmitten einer Wüstendüne ist und da sieht's ziemlich übel aus. Und da gucken wir uns jetzt zuallererst mal um. Sand, ach was. I wonder if this sand is similar to ours. Could you please take a sample, Mobot? Affirmative. Gut, jetzt haben wir Sand genommen. Und dann werden wir mal untersuchen, ob es denn der gleiche ist, wie der, den wir haben. Da haben wir eine Broken Plattform. Nature has reclaimed what we brought here. It did. But that still does not explain why the platform has been thrown so far away from the station. Damage this severe and extensive doesn't make any sense from what we know about this planet. How did this happen? Okay, also, wie kann diese Plattform so weit weg von der Station sein? Nichts auf dem, was man über diesen Planeten weiß, würde das erklären. Okay, da geht's irgendwie weiter. Dann laufen wir doch da gerade mal rum. Da sind Solar Panels. Let's hope the panels are still in operation. Das werden wir gleich sehen. Observation. The panels are correctly positioned. If they still work, there's no need to calibrate them. Das ist doch schon mal was. Und arbeitet ihr? What are we missing? Irgendwas fehlt uns, um die Dinger zum Laufen zu bringen? Ein Metal Bar? What's that thing stuck in the sand? It looks like a metal bar. Ja und? Given the state of this station, it might prove useful. As you wish. Okay. Haben wir es eingesteckt? Wunderbar. Haben wir eigentlich sowas wie ein Inventar? Wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Commentary. This part has fallen down due to mechanical damage of the station shell. It appears as if something must have been attacking the station. Ja, genau. Irgendetwas hat diese Station angegriffen. Das sehe ich auch so. Guckt mal, wie schön das gemacht ist da hinten. Also wirklich ein tolles Spiel. Meine Fresse, echt. So. Da können wir dann wieder zurück. Cable. Mobot, what's that weird thing on the cable? I am unable to answer. Should I obtain a sample? Ja, bitte schön. Please do. Da ist eine organische Substanz. Okay. Dann braucht man irgendwann wieder eine Station, mit der wir analysieren können. Let me plug in the cable. Ja, mach mal. We've got power. Yeah. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal eine Menge wert. Power ist immer was wert. Gut. Jetzt, was ist das hier? Look at this, a backup air generating unit. I am not sure what to do with these containers right now. Let's leave them here for the time being. I am not sure what to do with these containers right now. Ich auch nicht. Let's leave them here for the time being. Aber die sehen schon ziemlich mitgenommen aus, finde ich. Okay, dann gehen wir jetzt mal, haben wir hier alles? Lass mal gucken, ja, sieht so aus, genau. Wunderbar, gut. Dann gehen wir jetzt zurück zum Eingang. Oh, der geht auch auf. Und jetzt haben wir gleich wieder eine Nachricht bekommen. Sollen wir... Okay, Scout the Station. Wir sollen die Station erkunden. Das werden wir auch machen. Erst nochmal gucken, ob wir was vergessen haben. Guck mal, da ist noch was. Das ist die Station. Storage. Vielleicht ist da ja mal endlich was drin. Do you think that the damage was done by sand movement? I don't think so. Based upon the heavy deformation, it looks as if something big and heavy repeatedly pounded at the station shell. Okay. Weird. Do you think anything could live here? My senses don't detect anything right now. Keep your senses peeled. Gut, also es ist nicht der Sand, es muss irgendwas Großes gewesen sein, aber der gute Mobby, der kann nichts wahrnehmen, was, ja sagen wir mal, auf Lebenszeichen hin. Deutet. The station looks pretty battered. Mhm. How could that happen in this desert? I can see that the damage was done by repeated physical impacts into the station shield. Cause unknown. We should definitely find out the cause. Ja. While I respect your opinion, I personally hope we won't find out the cause. Ach Gott. I don't want to end up in such condition myself. Gut, okay. Wir müssen rausfinden, was es ist. Und der gute Mobby hofft, dass wir es nicht rausfinden müssen, weil er nämlich befürchtet, dass da irgendwas Übles passiert ist. Also Meteoriten können es nicht sein, weil dann würde man sicher die Steine sehen. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal, nachdem wir
alles haben, genau. Gehen wir jetzt einfach mal in die Station. To get my circuit squished by this door. How about that metal bar we found behind the station? Genau. Insert. This should do the trick. Yeah, na also siehste. So, Mobby, ne? Muss man dir helfen. Gut, dann gehen wir jetzt rein. Oh, broken panels. Deformed cleaning unit. I wonder what happened in here. Could this be an explosion? I don't think so. It looks more like mechanical damage. Yeah. Affirmative. Something must have repeatedly pounded it with great force. Ja, das sieht mir so aus. Gut, dann gucken wir uns hier... Dann aus wollen wir nicht. Alles in aller Seelenruhe anschauen. Broken panels. Multitool. Multitools sind immer gut. This is a multitool. Someone must have tried using it to break into the station. Mm-hmm. How is that possible? And why would they lock them out in the first place? Just look at the open socket. Someone tried to bypass card security with it. Obviously, that attempt was unsuccessful. Maybe we can use it ourselves to get inside. Gut, ein Multitool, mit dem wir, dann nehmen wir das mal, genau, mit dem wir vielleicht in diese Station kommen. Irgendjemand hat das schon versucht, die Tür, die kriegen wir jetzt natürlich Without nicht auf. Working electronics, ja. It's impossible for me to open the door. Ja, da müssen wir bestimmt hier bei diesen Broken Panels rummachen. Organik, das ist schon wieder eine organische There Substanz. Is some kind of organic sticky substance on the wall. Acquire a sample, please. Okay, oh, das wird unheimlich. Station shell. For the impact to damage the station shell, it had to be rather extreme. Upon analysis, I can rule out an explosion. This is interesting. The impact came from within the station itself. Oh, someone must have used the large hammer to do that. Yeah. And had very strong arms. Gut, also die Zerstörung kam von innen, nicht von außen. Sticky substance. There is some kind of organic sticky substance on the wall. Acquire a sample, please. Puh, mein Gott. Habe ich am Ende sowas ähnliches wie Alien? I wonder what happened in here. Could this be an explosion? I don't think so. It looks more like mechanical damage. Ja. Affirmative. Something must have repeatedly pounded it with great force. Okay, das haben wir schon gehört. Dann guck mal hier nochmal. Opening. Ach, die kann man aufmachen. There is something stuck in the opening. Ja, dann mal Can her you damit. Be more specific? It looks like Yamabushi indestructible paper. Torn to pieces. How ironic. There are some markings on the paper. Okay. I would suggest not touching them, but I might be able to create a digital version of the markings. Gut, okay, da ist also Papier drin. Scan papers. Und die... Er will es nicht holen, nicht anfassen, aber er macht eine digitale Kopie. Oh Mann, was immer es sein wird. Gut. Dann lass uns noch mal gucken. Dann haben wir hier Socket. Observation. Someone tried to remove the locking mechanism. It looks like someone was desperately trying to get inside the station. Maybe the door mechanism was broken. Or maybe they were deliberately locked out. Oh oh. Gut, dann werden wir uns mal diesem broken panel hier, control panel, mal zuwenden. This was once a decontamination control panel. It looks as if someone tried to find the door override controls, and they were in a great hurry. Ja. Okay, also, gut. Wie kommen wir da jetzt rein? Socket. Ah, plug multitool into socket, dann machen wir das mal. Ah, da hat jemand versucht zu überbrücken in großer Eile und scheint es wohl nicht geschafft zu haben. So, Multitool, jetzt geht das wieder los, das ist wieder irgendein Rätsel, ich wette. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Hier irgendwie verbinden? Ah. Oh Mann. Hip. Ach du Leute, meine Güte. Kann mir mal jemand eine Hilfe geben? Ach, guck mal, da ist eine Hilfe. Lass das mal los hier. Mach das mal weg. Hallo. Hallo. Ach Leute. Wie kriege ich das jetzt wieder weg hier? Oder muss ich das da rumziehen? We need to find some help with these wires. There are too many combinations. Ja, ist richtig. Genau. Sehe ich auch so.
Und wo kriege ich da die Hilfe her? Gut, wir gucken mal, ob wir hier jetzt die Hilfe haben. Gut, okay. Click and drag to connect top and bottom. Ja, aber es sind so viele. Stimmt schon, es sind zu viele Kombinationen. Oder keine Ahnung, was man da alles verbinden kann. Kein blassen Dunst, kann ich auch zwei verbinden? We need to find some help with these wires. There are too many combinations. So, wo kann ich jetzt diese Hilfe finden? Lass mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, was mir da helfen könnte. Tja. Da ist die, ja, die Karte. Okay, aber wir kommen da ja nicht rein. Aber wir haben doch, warte mal, another closed door. Wir haben doch Mission Data, History. Tja. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie kriege ich das hin? Exit Outside. Habe ich hier irgendeine Chance? Lass uns nochmal behind the station gehen. Und mal hier irgendwas machen. I am not sure what to do with these containers right now. Let's leave them here for the time being. Okay. Ja, sonst gibt's hier nichts mehr. Gibt es irgendeinen Hinweis, den wir benutzen können? Ah, wartet mal. Wenn wir zurückgehen aufs Raumschiff, vielleicht können wir da diese Papiere analysieren. Irgendwo müssen wir doch eine Analysierstation haben, oder? Kann ich irgendwo was analysieren? Was haben wir hier? Messages. Mobot. Workbench. Ah, wir können, haben ein neues Upgrade. Okay. Ja gut, dann versuchen wir das jetzt wieder hier. Da, so. Komm her, drücken. Genau. Jetzt haben wir sogar eins von diesen Dingern. Das ist doch schon mal was wert. So. Gut. Jetzt lege ich die da doch erstmal so hin. Na, komm. So. Okay. Dann werden wir nachher gucken, ob das richtig passt. So. Einmal Zwetschge. Zweimal Zwetschge. Dreimal Zwetschge. Und da unten haben wir wieder so ein Ding. Ach nee, warte mal. Das schließt hier ab. Ah, Blödsinn. Das schließt hier ab. So, genau. Aha. Wo, was haben wir hier noch? Da haben wir dieses Ding, genau. Und da haben wir dann dieses Ding. Sind die verbunden? Die sind verbunden. Gut, dann nehmen wir wieder so eins. Können wir dich jetzt da direkt dran kleben? Dann dich? Ne, das macht keinen Sinn. Also, weg mit dir. Na komm schon, weg mit dir. Hallo, weg mit dir. Weg mit dir. So, jetzt haben wir die da. Die da müssten ja auch miteinander verbunden werden. Also da nehmen wir jetzt so eins, dann sind die verbunden. So, dann passt das hier zumindest mal. Dann brauchen wir hier unten noch irgend so ein Ding. Genau. Und das ist so verbunden. Jetzt warte mal. Nee, das ist falsch. Also so eins. Na, verflixum aber auch. Dich will ich haben. So, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Das werden wir sehen.
Nein, das passt auch nicht. Aber hierhin. Upsa! Flieg so. So. Gott, Leute, es ist wirklich gar nicht so einfach. Ja, genau. Chuck? Ach, verflixt. Verflixt nun aber auch. Ich glaube, dass das keine gute Idee war, das hierher zu legen. Wir legen das darüber. Dann nehmen wir dich da. Kann ich dich eigentlich direkt hier anschließen? Ja, das siehst du, geht doch. Okay. Gut. Eins, zwei. Ach, guck mal, da fehlt mir ja noch eins. Ih, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, Leute. Jolina hoch. Von da oben muss was hochgehen. Genau. Nee, Quatsch. Das da, das da. So, dann bräuchte ich hier so eins. Genau. Dich kann ich doch eigentlich hierher ziehen, oder? Dann kann ich dich da verbinden. Okay. Gut. Dann ziehe ich dich mal darüber. Die laufen hier zusammen. Nochmal so eins, oder? Na komm schon. Dann hängen wir dich da dran und drehen dich mal rum. So, und jetzt bist du dran. Dich hängen wir einfach mal direkt da dran. Gut. Dann bist du dran. Schubidu. Dich verbinden wir hier. Na komm her, komm. So. Da brauchen wir noch eine Bindverbindung. Tschack, jetzt haben wir euch verbunden. Genau, jetzt geht es mir bloß noch hier um diese Geschichte. Warte, warte, warte. Dich ziehen wir hier hin. Na, komm schon, du kommst hier hin. Scheibenkleister. Da fehlt mir was. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ah, Schande. Schande, lass mich mal gucken hier rum. So, das sieht gut aus. Kann ich irgendwo was sparen? Kann ich denn die hier direkt aneinander hängen? Ne, die kann ich nicht aneinander hängen. Das macht keinen Sinn. Das ist schon richtig, die hier so zu verbinden. Okay, so. Das passt, das passt. Wartet mal. Lass mich das mal wegnehmen hier. Genau so. Chuck? Nee. Nee, nee, macht keinen Sinn. Macht definitiv keinen Sinn. Aber dann brauche ich das gucken. Tja, scheiße, irgendwie fehlt mir eins. Blöd. Da fehlt mir was und die da oben sind auch noch nicht verbunden. Dann schieben wir die mal davor. Und wenn ich die direkt dranhänge. Ja, warte mal, genau. Die schieben wir hier hin.
Tralala. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Okay, das sieht doch gut aus. Und dann... habe ich dich noch, aber du nützt mir nichts. Hm. Ja, Blödi. Warte. Geh du mal weg hier. Hm. Doof. Wirklich doof. Da fehlen mir zwei so Dinger. Da hätte ich noch was. Hehe. Juppidei. So, das sieht gut aus. Construct. Yeah! I did it. Wunderbar! Super, Jolina! No upgrades available. Tja, das ist doof. Und was haben wir jetzt gemacht für ein Upgrade? Ich habe keine Ahnung. Ah, Mobo. Da, genau. Portable Analyzer. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir diesen Portable Analyzer. Ah! Okay, Leute, wir fliegen zu dem anderen Planeten. Genau. Die fliegen erstmal zu dem hier. Weil da brauchten wir doch dieses Ding zum Analysieren. Das machen wir jetzt kurz. Oder machen wir, dann landen wir mal, weil da waren ja diese merkwürdigen Signale, die man analysieren kann. Ich hoffe mal, dass wir das damit jetzt analysieren können. So, to the peak. Wunderbar. Kann ich jetzt analysieren? Analyzer. Ja, guck mal, perfekt. Super. Mensch, haben wir den Blueprint einfach so gekriegt. So, jetzt gucken wir mal. Es ist ein lebender Organismus. Okay, das sind Millionen von kleinen Insekten, kleinen Viechern. Und wenn sie zusammenkommen, dann machen sie diese pflanzenähnliche Struktur. They also produce gas. Genau, die machen Gas. Okay. Gut, dann, ja genau, dann analysieren wir mal weiter. Die Koralle. Perform Analysis. Bin mal gespannt, weil wir mehr Analysen machen können. Okay. Das scheint ähnlich zu sein wie das, was auch auf der Erde als Koralle wächst. Ja. Weitere Analysen sind notwendig, to discover exact details of these life forms. Okay, also wir müssen irgendwann diesen Analysierer verbessern. So, dann gucken wir uns mal den Sand an. Der ist ja von dem anderen Planeten. Was haben wir hier? Chemical Analysis of the Sun. Okay, also ist ähnlich. Tja, Silikon, Dioxid, Quarz. Jedoch, sind einige der Mineralien unbekannt und sollten für weitere Studien verwendet werden. Gut. Und diese organische Substanz, auch andere Planet. Highly corrosive. The internal composition is so complicated that further analysis with current technology is impossible. Ouch. Okay. Highly corrosive. Was bedeutet das? Ist das ätzend oder was? Oder korrodiert? Keine Ahnung. Und wie auch immer, die Struktur und was da drin ist, das ist so kompliziert, dass man das mit der bekannten, der gegenwärtigen Technologie nicht analysieren kann. Oh Gott, das erinnert mich dann doch schon so ein bisschen an Alien, wenn ich ehrlich bin. So, da haben wir eine DNA. The substance doesn't resemble any known material. Also völlig unbekannt.
Und die biologische Struktur ist of the substance is extremely complex and forms a perfect organized. Okay. Also gut, okay. Das scheint. Ja, ist sehr komplex und ja, formt eine fast eine perfekte, perfekt organisierte biologische Struktur. Impossible to determine to level. Okay, also mit der Speicherkapazität, die wir haben hier bei unserer Analyse, können wir nicht weitermachen. So, Sticky Substance, das dürfte eigentlich das gleiche sein, oder? Ja. Genau, das ist das gleiche. Und dann haben wir hier noch die Scanned Papers. So, da werden wir jetzt vielleicht einen Hinweis kriegen, wie wir das die Tür öffnen können. Hoffe ich doch zumindest. Enter Enhanced Analysis. Ach, jetzt müssen wir hier wieder... Oh, Kinder. Was muss ich jetzt machen? Tja. Ach Gott, Leute. Kann ich es irgendwie drehen? Construction Interface. So, dann hilf mir mal hier. Correctly paste. Title will lock into place. Place for sample images. Okay. Left click to move the titles around. Hold right to root. Ah, mit dem rechten kann man es. So, dann. Rechter. Ah, perfectly. So, nicht so schnell. Ach Gott, Leute. Nicht so schnell. Ich hoffe mal, du bist da unten. Genau, komm her. Das mit dem Rotieren ist ein bisschen doof, finde ich. Komm. Irgendwo musst du doch passen. Das ist doof, hey, weil man immer... Ja, da guckt es euch an. Also es scheint nirgends so richtig zu passen. Wie lasse ich es los? Hm. Tja. Also so richtig... Kann ich die irgendwie zusammensetzen? Ah, so geht's natürlich auch. Ach Mensch, jetzt wird mir das erst klar. Wollen wir es hier machen? Ja, auch. Hm. Okay, Puzzle, 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 Puzzle. Haben wir da eigentlich alles, was wir brauchen? Das ist mal eine gute Frage. Okay. Ihr Lieben, ich glaube, wir puzzeln das nächste Mal weiter. Genau. Dann habe ich nämlich wieder Lust zum Puzzeln. Im Augenblick habe ich keine Lust zum Puzzeln. Also, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao!